In diesem Video wird es ein Studium-Update von mir geben und ich werde euch verraten, warum ich mein Psychologiestudium pausiert habe. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und ich habe ja immer mal wieder Fragen von euch bekommen. Leo, wie sieht das eigentlich gerade mit deinem Psychologiestudium aus? Du sprichst ja fast gar nicht mehr darüber. Ich meine, ich habe nie viel darüber gesprochen, das eigentlich immer so nebenbei gemacht. Aber ich habe jetzt schon länger, glaube ich, kein Update-Video mehr in Bezug auf das Studium gemacht. Und ich weiß ja, dass natürlich gerade viele von euch entweder Medizin, Psychologie, Jura und so weiter später auch mal studieren wollen oder euch ja zumindest ein sehr gutes Abitur interessiert. Und dann ist natürlich auch die Frage, so, wie das bei mir im Studium abläuft. Ja? Und ich habe jetzt, glaube ich, 4 Semester habe ich jetzt absolviert an der Fernuni Hagen in Psychologie eben und bin jetzt aber zum Schluss gekommen, mein Studium erstmal zu pausieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich abgebrochen habe, ja, sondern an der Fernuni ist einfach so, du kannst beispielsweise jetzt in meinem Fall 4 Semester studieren, es würden jetzt noch 2 bis 3 Semester ausstehen, also 2 Semester plus dann noch die Bachelorarbeit und da kann ich mir dann einfach aussuchen, okay, ich pausiere das jetzt und fange dann in einem halben Jahr, in einem Jahr, 3 Jahren oder so wieder an. Deswegen, kurzes Update zu mir, warum habe ich das Ganze pausiert? Für mich war es nach dem Abi einfach super schön zu wissen, okay, ich kann Psychologie studieren und habe es auch mit viel Spaß gemacht. Ich fand den Studiengang einfach unglaublich interessant, weil das ist auch der Grund, warum ich Coach geworden bin. Meiner Meinung nach ist, wenn es darum geht, irgendwie das bestmögliche Leben zu führen, dann hängt es einfach sehr stark damit zusammen, wie bist du als Persönlichkeit entwickelt. Und wie du als Persönlichkeit entwickelt bist, hängt einfach sehr stark davon ab, wie gut verstehst du wirklich auch die Psyche des Menschen. Deswegen war mir das sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe das Studium dann begonnen, habe viele Dinge lernen dürfen, fand einige Dinge auch nicht so toll, kann ich euch da ja auch einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr Psychologie studiert und es euch interessiert, dann tut das auf jeden Fall. Ja? Nur seid euch bewusst, dass ihr nicht sofort konkrete Tipps irgendwie wie hier in Form von den YouTube-Videos bekommt, wo man irgendwie das dann direkt irgendwie auf seinen Alltag umwandeln kann. Ja, also es ist viel mehr, es ist viel Theorie, es geht viel auch um Wissenschaft, wie entsteht überhaupt Wissen, was kann man messen, wie funktionieren Experimente und all solche Themen. Und dem sollte man sich bewusst sein. Ja, es ist ein bisschen wie so gepimpte Biologie kombiniert mit ein bisschen Physik auch drin, Mathe spielt mit Statistik auch eine große Rolle und deswegen ist es einfach sehr akademisch eben, ja. Und ich fand das super spannend, fand das super gut, weil ich einfach in der Umsetzung sowieso stark drin bin. Ich fand es aber vor allem spannend, einfach zu schauen, so, was dann da auf auch höher wissenschaftlicher und eben auch auf akademischer Ebene, was wird denn da so beigebracht. Und was ich dann einfach mit der Zeit gemerkt habe, war nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, das Studium spricht mich irgendwie nicht mehr an. Das ist nicht der Grund, warum ich pausiere. Und deswegen, wenn ihr Psychologie studieren wollt, dann macht das in jedem Falle. Der Grund, warum ich es für mich jetzt pausiert habe, ist, weil ich gemerkt habe, mir ist es gerade super wichtig, dieses Coaching-Unternehmen hier gemeinsam mit meinem Team und auch für euch einfach aufzubauen. Und da wird es irgendwann schwierig, den Fokus richtig einzuteilen. Und es war dann hinten raus in der letzten Zeit immer stärker so, dass ich quasi Coaching gemacht habe und dann immer so wusste, oh verdammt, da müsste ich ja noch ein bisschen was lernen, Und ich habe dann irgendwann für mich fast schon beschlossen, okay, ich schaue mir das ganze Semester über gar keine Sachen an, nimm dann all meine Lerntechniken, meinen Fokus und ziehe mir die Sachen in 1 bis 2 Wochen rein, um das halt wirklich dann einfach, um die Prüfung dann normal zu bestehen, ja, und dann die wichtigsten Sachen für mich rausziehen, mir die rausschreiben, die Sachen, die mich interessieren, die ich langfristig behalten will, mir sehr nebenbei nochmal zu notieren und dann auf der anderen Seite die Sachen, die jetzt nicht so relevant für mich sind, einfach dann in der Prüfung eben abrufen zu können, die entsprechende Note zu schreiben und dann eben auch so weiter fortfahren zu können. Bin jetzt aber zu dem Punkt gekommen, wo ich merke, ganz ehrlich, ich will mich einfach zu 100% auf diese Sache hier fokussieren. Und auch wenn man sagen könnte, hey Leo, du hast doch die Lernstrategien, du hast den Fokus, du hast die Motivation und so weiter, du wirst alles easy hinbekommen. Das ist so, ja, das habe ich mir ja selbst auch bewiesen. Nur ist der Punkt einfach, der Unterschied, ob du dich auf eine Sache zu 100% fokussierst oder auf die eine Sache zu 95% oder meinetwegen auch zu 98% und auf die andere zu 5% oder zu 2%, ist einfach ein meilenweiter Unterschied. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich will das Ganze pausieren. Deswegen kann ich euch auch jetzt für die nächsten Monate dann auch gleich nichts mehr zu meinem Studium sagen, außer das, was ich bisher schon erlebt habe. Ich muss sagen,
Das ist eine mega coole Sache. Wer das Ganze machen will, sehr, sehr gerne. Auch an alle Berufstätigen beispielsweise. Das ist auch super neben dem Job vereinbar, wenn man da vielleicht eine 40-Stunden-Woche hat. Ich arbeite nur hier 100 Stunden in der Woche. Da ist es dann irgendwann schwierig, noch ein Studium unterzubekommen. Deswegen habe ich das Ganze pausiert. Nur, dass ihr da ein Update habt. Und ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ist so das Studium, was ihr anschreibt. Wisst ihr schon, was ihr studieren wollt? Sagt ihr, ihr wollt einfach nur so ein möglichst gutes Abitur schreiben? Das würde mich mega stark interessieren. Deswegen das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ihr könnt euch natürlich auch gerne bei uns aufs Coaching bewerben. Das ist nämlich gerade deswegen so gut, weil wir uns eben jetzt, vor allem ich, auch zu 100% schon seit Monaten darauf fokussieren. Dafür könnt ihr euch sehr, sehr gerne unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung entweder eintragen oder bewerben. Und das gleiche auch hier im ersten Kommentar, der angepinnt ist in der YouTube-Sektion. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.